Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Ups. Ich habe trockenes Gras aufgesammelt und ich habe Hunger. Mit mir spielt irgendwo die Mathilde. Hallöchen. Und ich esse mal was. Yum. Yum. Ach, ich habe noch ein Weevil. Und zwar, kurz zur Erläuterung, auch für Mathilde. Jetzt machen wir hier mehr Fallen. Das ist die erste Linie. Dann ist die Idee, dass wir hier hochrennen. Ich glaube, der andere Ton ist eingefallen, weil er keinen Kontakt zum Boden hatte. Und dann kann man hier so hochspringen. Von hier aus geht dann die Grastreppe nach oben zum ersten Eimer. Und, also hier kommt noch ein Abzweig zu dieser Säule, dass man zur Not von der Säule oder von dem Henkel diese Spinnenwichser töten kann. So, die Idee. Das heißt, ich muss nochmal eine Säule hier ein bisschen Ton holen. Das sind nochmal 8, 12, 16 Ton brauche ich noch. Also ich schaffe hier einfach nur, weil es ein Baumaterial an. Wo ist das denn? Ich hole mir noch Ton. Oh, was ist das denn? Ich habe ein Skep-Fahrschema gefunden. Oh, hier sind Spitzen, hier muss ich aufpassen. Ja, das ist der Nachteil. Ich weiß noch nicht, wie wir dran vorbeikommen wollen. Na, ein Eingang ist ja sozusagen da. Ich habe auf jeden Fall schon ganz viele Unkrautstängel wieder geholt. Ich bin sehr stolz auf dich. Gut. Milbe! Oh, die sind so nervig. Ja, ich nehme die jetzt auch nicht mit. Ich habe ja meinen ganzen Milbenpilz da rausgeworfen. Ich brauche Platz. Gibt's hier überhaupt mal wieder ein bisschen Tau? Ich habe Durst. Ja, ich auch. Also bei den Grasbüscheln, die sind geizig. Da kommt kaum was, hm? Was zu essen, was zu essen, was zu essen? Fuck you. Ja, ich fürchte, wir haben die Morgenstunden verpasst, in denen wir Tau hätten bekommen können. Nein, mein Speer ist in den Boden gerutscht. Ha, vielleicht solltest du deinen Speer nicht immer so achtlos umwerfen. Der hat mir Essen beschert. Hier ist echt super viel Unkraut. Voll gut. Oh, nicht schon wieder so eine verpiept Milbe. Was ist denn für eine Milbe? Echt nervig. Entweder ist eine verfickte Milbe, eine verschissene Milbe, aber eine Piepmilbe. Eine gute Fickmilbe. Ah. Jetzt reden wir eine Sprache. Alles gut. Mit Piep fangen wir hier erst gar nicht an. Piepsage kann sich jeder das Schimpfwort einsetzen, was er am liebsten hat. Nee, Piep ist doof. Platzhalter. Ein Platzhalter piept. Denn der ganze Ton hin? Hast du alles abgebaut? Nee. Unter Wasser ist auch... Ach, da muss ich ja schwimmen, da habe ich ja keinen Bock. Ja, auf jeden Fall auch einmal kurz dazu das Wassertränken-Dings, weil da ist Wasser an den Tautropfenfängern, garantiert. Ja, da waren wir jetzt auch schon ein, zwei Tage nicht. Ja, müsse ich da jetzt einmal hin, trinke mich da sitt und fülle mein Fläschchen auf. Ich guck mal, was die Dose hat. Nichts, danke, Dose. Das ist eine doofe Dose. Ach Mist, ich brauche schon wieder Quarz. Ich hab noch Quarz. Dann lauf nicht weg, meine Schaufel ist kaputt. Ja, ich glaube, gerade auf dem Weg hier was zu trinken. Wir können uns gerne beim Trinken. Ja, gut, dann laufe ich dir hinterher. Wobei du schon an Trinken vorbeigerannt bist. Doch, hier. Oh. Was ist das? Hab ich nicht gesehen. Das ist eine Duftblase. Achso. Oh, hier ganz viel trinken. Und da ist eine Blattlaus! Stopp! Vielleicht ist da noch was zu essen. Brauchtest du nicht noch Leder? Berry Leather, ja, aber ich habe leider keinen Platz. Nicht so viel Saft mit mir rumschleppe. Ich habe einen Slot frei. Ich habe jetzt auch keinen Bock, den stundenlang aufzuheben. Oh, ist das ja. Ist ja eine richtige Oase. Ja. Jetzt rennst du wieder weg, ne? Ich steck wieder. Erstmal meckern, ne? Ja, weil du wieder wegrennst. Nein, ich stehe hier. Danke. Haustor alles. Ich stehe die ganze Zeit da und der sagt, ich renne weg. Ja, du warst auf einmal weg. Ich stand hier gerade die ganze Zeit, ich habe mich nicht bewegt. Das wäre aber so wieder typisch gewesen. Dann lass mal gehen, dass du... Oder soll ich bauen? Was willst du denn bauen? Treppe. Ah, die Treppe. Sonst? Ein Popelbohrer? Nee, ich wollte erstmal Ton holen, sonst kannst du schlecht bauen, du Banane. Hm. Komm mal her, ich habe hier einen Speer für dich. Hier ist Leben. Ich habe keinen Platz. Na, komm her, komm her. Ja. Oh! Ah! Ah, hast du davon? Das wollten wir bei Conan eigentlich auch machen, aber ging das vom Server nicht. Warte mal, ich sammle erstmal die Pfeile ein. Wie viel Zeit hast du noch? 2 Sekunden. Peter, hang in there. You're gonna be okay. Ich hab eh keinen Pfeil geschossen. Oder hast du eine Speere gesammelt? Nee, ich habe nur Pfeile gesammelt. Wo sind meine Speere? Das weiß ich nicht. Ah, hab's. In meinem Bauch? Nee, das ist ein Pfeil. Oh, hier ist ein hier ist einer. Ich sehe nur Pfeile, aber kein Speer. Und hier ist auch einer. Ich habe nur 2, genau. Einer unter Wasser liegt ein. Hinterm Boden. Ah, nimm das, du. Und hier im Wasser schwimmt noch einer. Ach. Da hast du gut gezielt. Den einen habe ich doch getroffen, ne? Ja. So kann man Beziehungsstreit abbauen. No water filtration tablets needed. Besser als so, als dass wir uns real und ich wusste gar nicht, dass wir einen Streit gerade haben. Weiß ich nicht, ob das ein Streit war, aber ist er jetzt geschlichtet. Das ist der Laubhaufen mit der Wolfsspinne. Ah, da will ich nicht hinlaufen. Direkt vor ihrer Nase rumgerannt. Ah, die so. Schläft, oder? Ja, ja, ist Tag. Ich weiß immer nicht, ich kann es mir nicht merken, wann die schläft und wann nicht. Tagsüber. Eigentlich müssen wir vor jedem Schlafquartier Fallen bauen. Sobald sie erwacht, kann sie gleich den... Ja, ist tot. Ist meine Rüstung noch heile? Ja. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Wer ist denn da? Oh, jetzt sind hier in unserem Unkrautstängelhaufen sind Milben. Geil. Boah, hier liegt Gras, das muss weg. Mal kurz sind hier die ganzen Milben wieder gespawnt, die ich vorhin so liebevoll getötet habe. Das heißt, dann kommt die Spinne aber auch bald wieder. Ja, vor allem attackieren die hier unsere Ständer. Was? Ja, die machen unsere Tautropfensammler kaputt, die Arschlöcher. Das sind ja Wichser. Das ist eine ganze Armee. Ja. So viel Speere habe ich gar nicht. Also das Gras müssen wir am Leben lassen hier. Ja. Weil das hält die so ein bisschen ab. Ja. Oh, das ist natürlich... Der Tausammler ist fast kaputt. Wie kann man den... Ah, es gibt ein Werkzeug zum Reparieren. Das haben wir nicht. Reparatur haben, ja. Weil die sind beide fast im... Ah. Solche Säcke, ey. Dreckige Wichser. Ja, dafür brauchen wir... Mal Reparaturhammer. Haben den, glaube ich, noch nicht gebaut. Ich sehe den noch gar nicht. Gab's den nicht? Der Reparaturhammer war, glaube ich, bei Conan. Sicher? Oh Gott. Also hier habe ich ihn jetzt nicht gesehen. Die Spiele verschwimmen, das ist doof. Ja, aber genau, du machst schon das, was du machen sollst. Ja, ich laber. So. Kann ich ab hier weiterbauen? Ab den kannst du weiterbauen. Sehr schön. So, ich baue den anderen weiter. Ups. Ups. Wie geht das nicht so schön, wie ich ihn hätte? Ah, dann wird er halt so schräg, so. Kann man sich hier so hochstellen und dann zack, 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 zack. Irgendwie baut der gerade nicht. So, jetzt. Ich glaube, den sichere ich nur ab. In einen, wo ich hier gerade drauf stand. Da gibt es nochmal ein, zwei extra Fallen. Oh no. Bau doch mal. Hattest du noch Saft übrig? Nee, ne? Oh doch. Habe ich noch einen Platz? Scheiße. Wo soll ich dir den Saft hinwerfen? Ich habe da noch ein, zwei Sachen markiert. Kannst du da mal Saft ranpacken? Da links. Pass auf, dass du nicht in die Fallen läufst. Nee. Ja, hier so. Da. Habe ich nochmal 3 Fallen aufgebaut. Ich will die Säule hier noch verstärken, von denen ich dann aus die Spider-Wichse töte. Bitteschön. Danke sehr. Bitte sehr. Ah, hier liegt noch überall milden Zeug von mir, was ich hier rausgeschmissen habe. So, ich brauche Stämme. Das tut weh, wenn ich da nochmal springe. Ja, dann gehen die Dinger kaputt. Das ist doof. Die Tausammler, die gehen hier kaputt. Das weiß ich. Nächsten Tag, wenn wir angegriffen werden. Bei mir ist gerade das Spiel echt extrem buggy. Ich weiß nicht, was mit der Treppe los ist. Bei mir sieht sie gerade aus. Ich kann die gerade nicht hochgehen. Nein, da ist wieder... Bei mir sieht das normal... Dann bitte, gib du es vor. Es wird bei mir gerade kacke. Ah, es kann sein, dass wir hier zu nah ran sind. Und, wegen der Wölbung, weißt du? Aber das, vorhin waren wir ja gar nicht bei der Wölbung. Das war trotzdem buggy. Und bei mir sah es eben auch nicht schief aus. Ja, ich gucke. Oh, der geht zum Beispiel. Ist der bei dir markiert? Ja, ich kann die bauen. Na gut, dann markiere ich und du baust. Ich stehe nur im Weg. So. Baue ich jetzt erstmal wieder einen Boden der Tatsachen. Kannst du den Boden bauen? Danke. Ja. Oh, ist schön. Ich zeige an, wo du bauen sollst und du baust. Und ich stehe dann so rum und sehe wichtig aus. Ja, das kannst du gut. Ja, wie im wahren Leben. bitteschön. Anderen Leuten zeigen, was sie zu tun haben. So. Aus dem Boden. Warte. Da. Ich bin schon gefroren. Ja, vor allem wird es schon wieder dunkel, ne? Boden. Ich habe das Gefühl, ich renne hier nur hoch und runter. Ja, ich habe das Gefühl, ich warte nur auf dich. Hm. Alter, ist da einmal hoch, ey. Das ist noch der erste Eimer, ne? Der ist ja... naja. Ich überlege, ob er jetzt so einen Schwenk zum Eimer machen. Du bist der Baumeister, ich schaffe nur das Material ran. Ja, das gucken wir mal. Ach, dann esse ich eine Zeit. Witzig ist, ich sehe jetzt auch gerade nicht, was ich trage. Ah, du hast Stämme und das passt schon. So, dann lass mich mal gucken. Ich würde noch eine Treppe geradeaus machen. Und dann um die Ecke. Ja, das habe ich mir auch so gedacht. Darum hat er schon die Treppe in der Hand. Also hier liegen noch ganz viele Grasplatten. Ich muss nur langsam weitere Wege für die zurücklegen. Aber hier liegen noch ganz viele auf dem Brunnen rum. Wir haben schon schön viel abgehackt. Achso, ja. So, warte, ich mache hier einen Boden. Soll ich gleich zwei nebeneinander machen, oder? Ja, mach mal. So, dann hast du zwei Böden. Also auf einen. Oh, jetzt sehe ich wieder, was ich trage. Schau einer an. Ja, und auf dem bauen wir dann die nächste Treppe und dann so zickzack. Du machst das schon. An den Eimer hoch. Ja, ich mach das schon. Hinten oben jetzt noch. Brauch mehr Seile für die Pfeile. Aber wenn du jetzt erstmal gucken kannst, kannst du theoretisch alleine weitermachen, oder? Ich weiß es nicht. Dann bau mal was testweise ohne mich und ich komme gleich und guck's mir an. Ich würde gerne ein, zwei Fallen fertig kriegen, bevor die Kackspinne kommen könnte, weißt du? Ich glaube, ich höre sie schon. Dein Inventar ist voll. Nimm. Doch. Ich habe uns mal was zu essen auf dem... Das ist nett von dir. So, zwei Fallen fertig. Mit einem Baumstamm. Never 3. Es sind so viele Baumstämme da. Ja. Den findest du schon schnell. Ah, eine will ich noch fertig kriegen. Eine kriege ich noch fertig. Eine habe ich noch. Dann kriegt sie schön Schaden erstmal, diese Kackvieh. Das ist gut. Oh. Na, schon Panik? Oh. Ein bisschen. Ich hoffe nur, dass es jetzt wirklich der Boden, wie ich es vermutet habe, jetzt stabiler ist. Und dass nicht alles gleich wieder so schnell kaputt geht wie gerade eben. That's not so bad. Beim Fahrstuhl kann man leider nicht bauen. So, noch eine Falle fertig. Was haben wir hier für ein Problem? Auch fertig. 1, 2, 3, 4, 5 haben wir fertig. Da hinten ist auch eine fertig. 6, 7. Naja, ich gebe dir einen Second. So, springen. Fast fertig. 2, dann nochmal 3. Vielleicht sollte man diesen Nacht und morgen nochmal mehr auf Tautropfen achten. Dass wir da dann nochmal Tautropfen trinken, damit, also von Gräsern. Ah, fuck you. So, jetzt habe ich erstmal wieder ordentlich Grasplatten produziert. Ah, verfickter Marienkäfer. Ich dachte schon, unser Feind ist da. Oh, der Marienkäfer, der hüpft ja. Der hat mich ja erschreckt. Oh, der nimmt hier unsere ganzen Baumstämme mit, der Marienkäfer. Ich hab den gerade nicht gesehen, dachte, er wäre weg und auf einmal kommt er von oben wieder runter. Aber wenn der Marienkäfer Probleme hat, dann hat unser Freund die Wolfsspinne auch Probleme. So, ich will jetzt die Fallen fertig haben. Nee, weg Marienkäfer, ich will dir nichts antun. Hier nix. Das ärgert. Was mich jetzt nur ärgert, ist, am nächsten Tag kommt dann bestimmt wieder so eine Armee von Milben. Oh, verletzt dich, mach dich doch mal tot an dir. Ne, lass unsere Baumstämme doch hier, kleiner Marienkäfer. Hm. Ja, die Milbenarmee, die unser schönes Trinken kaputt macht. Ja. Ich mag so eine Bauprojekte. Das macht Spaß. Das mache ich immer gerne so was. Ja, wenn man was hat, wofür man bauen kann, na klar macht das ja Spaß. Also wenn man ein klares Ziel vor Augen hat, das möchte ich. Wenn man kreativ ist und eine Idee hat, dann geht das. Okay, ich glaube, ich habe wieder ein Treppenproblem. Ja, ich komme gleich. Ich bin gleich da. Bist du... warte mal. Bin gleich da. Bevor ich hier noch größere Probleme mache, weil ja, jetzt zickt es wiederum beim Bauen und aua, ich glaube, da ist das doof gesetzt. So. So, alle gesetzten Fallen sind jetzt fertig. Okay. Hallo Minosch. Ups. Don't even need to boil it. Dinge halten echt nichts aus. Oh, das ist eine breite Treppe. Cool. Ja, die ist zu tief gesetzt. Okay, dann setzt die mir einmal richtig, weil für mich sieht es tatsächlich richtig aus. Auf dieser Base, die da steht, da soll das draufstehen, ja? Ja. Dann machen wir. Warte, dann brauchst du da wieder einen Boden. Da ist ein Boden. Hier kann ich auch gut am Rand stehen. Hier bei der Arbeit zugucken. Hm. Okay. So, dann kommt da wieder eine Treppe. Na? Da. Ah, ich gehe mal mit runter und nehme auch mal ein bisschen Materialien. Hm. Ach, hier ist nichts mehr. Alles schon weggearbeitet hier. Hm, das geht schnell. Ups. Falsches. Oh, wir kommen schon fast auf den Eimer und ich sehe gerade, auf die Veranda kommen wir tatsächlich nicht. Hä? Aber die haben noch einen Kommentar geschrieben, dass das geht. Ja, wahrscheinlich auf dem Beta-Server. Hm, das stimmt. Aber jetzt sind wir schon mal auf dem Eimer. Das ist auch schon mal viel wert. Ich mache hier noch einen Boden. Oh, hier ist das Science. Und hier könnte man tatsächlich auch eine Seilrutsche anbringen, wenn man die bauen kann. Ah, cool. Hm. Vielleicht müssen wir doch mal drüber nachdenken, den... ja, das können wir ja gerne... Ja, also auf dem Testserver, ja. Hm. Zumindest, ich weiß jetzt gar nicht, ob uns das Eule oder der liebe Wolf geschrieben hat, eine von den beiden war es, dass zumindest auch unser Spielstand dann erhalten bleibt, wenn wir auf den Server wechseln. Also wir müssen dann nicht von vorne anfangen. Das ist das, was mir wichtig wäre. Ja, das habe ich auch gelesen. Auch von der Veranda, dann können wir von dem Eimer aus zur Veranda bauen, das ist ja jetzt echt nicht viel. Ja, ich meine, damit können wir ja schon mal loslegen. Das sind ja nur 2, 3 Dinger hier, das ist ja... Ja. Sind ja schon so gut wie da. Ja. Oh. Ach so, ich kann ihn nicht aufstellen, oder was? Hm. Oder brauchen wir... Das müssen wir hier von dem Ding weitermachen. Erst wieder am Boden. Nee, Boden will er hin. Doch, hier will er am Boden. Hier war... Hier. Ey! Hast du auch was? Nee, ne? Ich hatte auch gerade was, ja. Ja, da haben wir uns beide gekreuzt. Unsere Strahlen haben sich gekreuzt. So. Nimm mal den. So. Ist zwar schräg und nicht gerade, aber egal. Ja, und dann irgendwie 1, 2 Treppen, dann passt das schon. Ja. Nö, dann aktivieren wir, denke ich mal, vielleicht zum nächsten Mal auch unseren Beta-Server. Ja, ich glaube auch. Dann dauert es ja noch länger, bis neuer Content kommt. Hm. Aber ich hoffe, dass sie fleißig an dem Spiel weiterentwickeln. Und ich hoffe, dass es auch viele Leute spielen, weil mir macht es wirklich Spaß. Aber wenn ich jetzt die Grasplatte ist nicht unterstützt. Hm. Das heißt, die kann ich nicht bauen. Hm. Weil wenn was nicht unterstützt ist, kann man es nicht bauen. Aber wir könnten ja von dem Basisding hier, was wir hier haben, können wir ja bestimmt weiterbauen. Mach das. Machen wir einfach hier von der Treppe aus weiter. Meine Güte. Ja, können wir so ein paar Frames basteln und dann davon abarbeiten. Jetzt muss ich erstmal wieder Holz hacken, oder... Ja. Das ist... mache ich auch. Gras. Wir machen hier voll die Umwelt kaputt. Wir mähen nur das Gras. Nee, ich mache auch zum Teil das Gras ganz dolle kaputt. Nee, ich mähe es momentan nur. Damit ich da die Dingsbums bekomme. Ihr wisst, was ich meine. Pflanzenfaser. Und von dort aus können wir noch eine Treppe bauen hier. Ja, das war der Gedanke. So, hier ein Treppchen. Kommst du mal her? Soll ich dir Material einfach hochbringen und du baust? Ich weiß nicht, ob das vielleicht sinnvoller ist, als wenn wir beide immer runterrennen. Ich brauche gar nicht. Ich glaube, die Treppe ist schon fast auf der Höhe der Veranda. Ich brauche ganz viele Grashalme. Warte. Ne, eine Treppe bauen wir noch. Hast du gerade was gebaut? Ja. Ich denke, ich soll bauen. Sorry. Banane. Dann hole ich halt Grashalme. Dann hole ich auch Grashalme. Dann bringen wir erstmal ganz viele Grashalme hoch. Und ein Unkrautstängel. Nee. Weil du meintest ja eine... Du meintest doch, eine Treppe möchtest du noch machen. Ja, eine noch, ja, eine noch. Ja. Also brauchen wir noch einen Unkrautstängel. Ja. Das klingt doch nicht wieder so genervt. Nein, ich bin nicht genervt. Ja. Ich klinge ganz anders, wenn ich genervt bin. Dann ist der Ton noch höher. Mhm. Ja, ich wollte die hier ablegen. Aber das Schöne ist, da oben ist es aufgrund des Mondlichts tatsächlich so hell, dass du deine Fackel nicht brauchst. Naja, ich mache die unten auch aus, wenn ich hochkletter, also... Die Fackel kann man ja leider nicht reparieren. Nee, leider nicht. Hm. Oh, das Springen ist aber gefährlich. Hm. Oh, ich habe den Burgship chip kaltes Blut gefunden. Wo lag der denn rum? Den habe ich hier gefunden. Der lag hier einfach so. Du findest schon zum zweiten Mal was. Letzte Folge auch, ne? Ich habe... Ja. Ich habe halt nur gesehen, dass es da irgendwie lila leuchtet und... Da dachte ich mir auch, guckst du dir das doch mal an. Oh, leuchtet lila, war nicht der lila Launebär. Das ist der lila Launebär. Ich hätte nichts sagen sollen. Wahnsinn, ob das Leben schwer. Soll ich dann mal schnell den Burgship chip abliefern gehen? Nee, wir können, glaube ich... Ja, kannst du machen. Aber wir sind auch hier fertig. Cool, jo. Und jetzt quasi auf der Veranda. Mal ist der sauer. La 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 la. Ob auf dem Beta-Server der Kürbis noch da ist, weil Halloween ist ja eigentlich vorbei. Keine Ahnung. Aber vielleicht kommt dann ein Weihnachtsmann und hier an den Fenstern kommt so Weihnachtsschmuck. Oh, vielleicht kommt ja Schnee. Das wäre scheiße, dann friere ich. Das kotzt mich ja an schon bei Conan. Das stimmt. Muss ich hier nicht haben. Ah, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Leute, was tut ihr mir an? Ach so, wie geht's so tief? Kann ich hier hoch? My mom always says I light up a room. Ist das so gewollt? Oh, 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 oh. Was ist denn? Oh. Oh. Ist in der fest? Gott sei Dank, ja, hier gehe ich nicht weiter. Ich bin nämlich hintenrum, ist das Absperrband so tief, dass ich drüber komme. Und somit bin ich auf der Veranda. Moment mal, du bist über das Absperrband einfach rübergesprungen? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, nee, das Absperrband wird hier hinten niedriger, hinterm Kürbis. Und dann kannst du hier rüberspringen. Warte, ich Man kann über das Absperrband springen, das wollte ich ja wissen. Ja, das ist mir auch neu. Ich wollte eigentlich zum Kürbis und gucken, ob ich da ins Maul kommen kann oder gucken kann. Jetzt hier so ein... Ich will ja nicht irgendwie sterben. Oh, ich sterbe. Ich will ja nicht irgendwie sterben. Oh, ich sterbe. Oh, ich bin tot. Jetzt bin ich zu weit weg. Nein, ich bin unterm Kürbis gestorben. Oh, und ich glaube, hier ist ein Arschgeber. Ja, ich hab's. Ich höre euch. Ich kenne euch. Ihr kleinen Arschlochkäfer. Ja, ich kenne euch, ihr kleinen Wichser. Nee, ich wollte gucken, ob ich in den Kürbis komme. Rüsselkäfer-Party, so wie es klingt. So. Das machen ja die Rüsselkäfer. So. Okay. Oh. Worse than my mom's Brussels sprouts. No water filtration tablets needed. Ach ja, der lila Launebär, das war eine schöne Kindersendung. So, Burgle, was gibst du mir für deinen Chip? 10.000 Science-Punkte, bitte. Oh, bitte, ja. Dann können wir uns die Seilrutsche kaufen. Ah, die Kriegsameisen mögen mich ja nicht mehr. Ich bin ja nicht mehr ihr Freund. Hast du dein Links nicht an? Ich bin gestorben. Ah, wir haben 7000 Raw Science. Und die Seilrutschen kosten immer noch 10.000. Mann, oh. Und hier sind noch so andere viele Sachen, die ich gerne hätte. Ja, musste immer dieselben Punkte... Ich weiß nicht, ab wann die quasi wieder... Oh, wir haben immerhin 1000 pure Wissenschaft bekommen. Dann haben wir jetzt 8000. Vogelbart-Plateau. Ah, scheiße, das ist eine Spinne. Oh, ich sehe ja gar nichts. Ich bin blind. Oh, hier ist ein Ast. Ein Milmut, den können wir leicht bauen. Nee, Milmut, ich habe keine Zeit. Vogelbart-Plateau. Ja, das können wir wann anders machen. Ich glaube, wir können mich... Ich weiß nicht, wie lange läuft die Folge schon. Ups, aua. Huch, hier ist eine Ameise drin. Hier sind zwei Ameisen drin. Ach. Ich versuche, zu meiner Leiche zu kommen. Hm. Ich bin fast da. Wenn nicht irgendwie gleich was ist, was mich tötet. Oh, da ist eine Höhle. Nee, alles nimm, du Arsch. Waren wir da schon mal drin? Weiß ich nicht. Ach, das ist nur so ein Durchgang. Ja, dann uninteressant. Oh, und Mr. Arschlochkäfer kommt. Dann laufe ich einfach weg. Ich hab keinen Bock auf dich. Arschlochkäfer. Baby! Oh. Ah, Arschlochkäfer! Was für ein Käfer? Arschloch. Ja, den bin ich erst gerade weggerannt. Puh, interessante Nacht. Wir müssen jetzt aber mal zu unserer Treppe. Nicht, dass da jetzt die Milben gleich angreifen, wenn die Sonne aufgeht. Ja, geh mal hin. Die war doch hier gleich irgendwo. Wer die? Ah, ich muss meinen Helm reparieren. Hm. Sonst bin ich bald kein Freund mehr der Ameisen. Also nicht versuchen, in den Kürbis reinzuklettern. Das geht nicht. Sage ich jetzt einfach mal so. Bin ja gestorben. Offensichtlich. Ja. So. Tautropfen existieren noch. Dann farm ich mal. Nice and clean. Oder locken sie sich, kommen die wegen dem Feuer? Auch möglich. Ich habe gerade mal das Feuer angemacht, aber... Hätte ja sein können, dass das unlockt, so. Das ist die unlockt, so. Ah, da. Jetzt, wo es hell ist, vielleicht sieht man oben auch mal mehr. Noch mehr Wissenschaft. Ja, ich dachte mir, wenn ich sowieso schon unterwegs bin und wir uns schon... jetzt so mühselig hier zum Vogelbart hochgearbeitet haben, dann kann ich da auch schnell die Markierung einmal aufstellen. Ja. Und ich fand, dass das eine gute Idee war. Ja, war eine gute Idee. Dann brauchen wir jetzt nur noch 1800 Wissenschaft. Ja, du findest doch immer so gut Wissenschaft. Science. Ja, also da die Chips irgendwie, die waren jetzt echt Zufall, dass ich da, vor allem, dass ich diesen kaltes Blut gefunden habe. Ich weiß gar nicht, wie lange wir den schon auf dem Plan hatten, dass wir den finden müssen. Und ich habe es ja jetzt gerade echt nicht drauf angelegt, den zu suchen. Der lag da einfach so. Ich riskiere es nochmal. Einfach so. So, genau. Ich möchte da auch auf jeden Fall nochmal hoch. Ich versuche jetzt nochmal... zu dieser Bank zu kommen. Die sieht so nah aus, ist aber so weit weg. Und hier gibt es auch gar nichts. Ich hüpfe jetzt nur durch diese ganzen Lücken. Nicht, dass ich da dazwischen falle und kläglich sterbe. Also ich werde es echt geil finden, wenn wir noch ins Haus kommen. Hier kriege ich Aua. Ich habe uns doch einen Rüsselkäfer erlegt gerade. Warum kriege ich hier Giftattacke? Weil das von oben hochsickert vielleicht? Nee, vielleicht darf ich da nicht hin, keine Ahnung. Hast du deine Schutzmaske auf? Jetzt, ja, ich renne nochmal rein. Jetzt nicht, dass ich Schaden bekomme. Also ich glaube, das Fenster ist zu. Ich glaube, wir haben das falsche Fenster hier. Ich komme mal hoch. Ich will wenigstens die Haustür berühren. So, und wo konnte man über die Absperrung? Ach, kannst du immer springen. Also ich bin auch gleich direkt vorne am, bei unserem Ding da über die Absperrung gesprungen. Da kann man einfach durchlaufen. Ja. Nee. Ich dachte auch, das geht nicht. Oh, hier fehlt eine Sprosse. Und das ist ganz dunkel, da fällt man bestimmt durchs Level. Aber theoretisch... Ich springe nicht auf die letzte, aber... bin vor der Haustür. Ja, ich komme zu dir. Oh, das sieht sogar cool aus, wenn man so ganz groß so nach oben guckt. Wie konnte man sein Inventar komplett aus... Ging das überhaupt? Nee, war Conan, ne? Ja. Ach, bis du da bist, es dauert. Ich bin doch schon fast da. Setz deine Gasmaske auf. Also man könnte hier noch auf diese Bank bauen und von der Bank nach zum Fenster. Aber vielleicht kann man da, bringt das erst was, wenn man quasi... Ich seh dich. Auf dem Beta-Server ist. Wirklich. Oder die meinten in den Kommentaren ein anderes Fenster. Das ist natürlich möglich. Aber vom Weiten sah es offen aus, aber wenn ich so gucke... Das ist echt groß, voll krass. Ach stimmt, das Fenster ist zu. Ja, das Fenster ist zu, ne? Von der Distanz hätte ich gesagt, das sah offen aus. Riesig alles hier. Ja, aber hier ist totes Land, hier ist nichts. Nee. Nichts zu essen. Also hier wäre es natürlich eine sichere Basis, aber... ich glaube, haben das jemand in den Kommentaren geschrieben, habe ich das gelesen, dass die Welt ja auch von Menschen beeinflusst wird. Ja, dass Müll über den Zaun kommt und so. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn irgendwas auf der Veranda ist, die das vielleicht nicht als Gebäude erkennen, sondern vielleicht als Dreck und es wegfegen. Mhm. Oh, warte, hier ist irgendwo ein Skep. Ich komme. Ein? Also beim hier kein. Also hier, wo ich. Hier ist gerade mein Dings angegangen. Kann natürlich sein, dass das unter uns ist. Hier könnte man auch noch eine richtige Stufe hier. Ja, hier sind Stufen. Mutig. Aua! Ja, ist aber sehr tief, oder? Ah, geht. Also ich habe Aua bekommen, aber nur so ein bisschen. Boah, hier sind voll viele Spinnnetze. Dann komme ich nicht zu dir, weil dann sind da bestimmt Spinnen. Nee, Spinnen habe ich noch keine gesehen. Oh, wie breit ist denn die Treppe, ey? Heute kann ich gar nicht gucken. Ich habe ja auf jeden Fall schon 2 Punkte vom Sensor. Ich habe gerade keinen. Der wird hier irgendwie auf dem Boden sein. Oder vielleicht kommt man... Ja, ich glaube, der ist da drunter. Ja, wollte ich gerade sagen. Aber es wird wahrscheinlich ein Spinnenparadies sein. Da gehe ich nur mit Flammenwerfer rein. Kill it with fire. Ja, aber ich gehe jetzt zurück zum Hügel da, zum Eimer. Also wir haben es geschafft, hier hochzukommen. Okay, aber also wenn ich das gerade so sehe, ist der Stein mit den Arschlochkäfern höher als die Veranda. Hätte ich nicht gedacht. Oh, da ist ein infizierter Rüsselkäfer. Naja, davon müssen wir... Aber die will ich nicht in der Wohnung haben. Oder im Haus. Ach ja, ich habe ganz vergessen, dass die explodieren. Das ist ein Harakiri-Käfer. Platzen bei Kontakt. Ich hab's ganz vergessen. Also, hier sind tatsächlich recht viele Spinnnetze. Ich sehe aber keine Spinne. Aber mein Skep-Detektor ist wieder kleiner geworden, tatsächlich. Hier ist auf jeden Fall alles infiziert. Voll eklig. Auch Spinnen und so? Nee, aber Rüsselkäfer und Milben auf jeden Fall. Das sind, glaube ich, auch die einzigen infizierten Viecher, die ich kenne. Also zumindest die im Menü waren zum Ausstopfen. Mhm. Kommt vielleicht noch mehr. Ja, eigentlich kannst du ja alles infiziert machen. Ameisen etc. Theoretisch, ja. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt gerne einen Break machen. Ja, können wir machen. Ich mache mich jetzt einfach auf dem Heimweg. Ja, oder zum Eimer hier. Oder zum Eimer. Dürfte kürzer sein. Wahrscheinlich. Ja, mal gucken, was wir nächstes Mal machen. Ja. Gucken wir mal, was wir nächstes Mal machen. Aktivieren des Beta-Service. Ach, ich habe ja noch Essen gekocht. Ja. Hui! Oh, ich bin irgendwie kurz vor einem Skep-Dings. Ich habe hier 3 Ausschläge. Uiuiui. Irgendwo hier muss da was sein. Oh, ich glaube, ich sehe was, ich sehe was, ich sehe was, ich sehe was. Oh ne, das ist ein Kiesel. Mhm. Ah, hier. Jetzt würde tatsächlich, glaube ich, die Nacht helfen. Ja, weil dann sieht man die Leuchten. Aber in der Nacht siehst du alles andere nicht so gut. Ja, das ist das Problem. Aber auf jeden Fall ist hier irgendwo... Oh! Oh, versperrt. Hier ist auf jeden Fall irgendein Bunkereingang, der noch nicht aufgeht. Den werden wir wahrscheinlich irgendwann noch aufmachen müssen. Aber da drin wird wahrscheinlich auch da das Skep-Dings sein. Schade, können wir uns den markieren? Nee, ne? Oh. Oh. Nö, aber ich weiß, wo der ist. Der ist da in der Nähe von den Treppen im Stinkegebiet. Ja, ich hab's dann nur wieder ein paar Tagen vergessen. Ist hier bestimmt alles voller Milben, ne? Hm, infizierte Milben. Ich dachte mir, ich komme dir mal ein bisschen entgegen. Das ist nett. Falls du Hilfe brauchst. Das ist sehr nett von dir. Na schön, jetzt stinkt's nicht mehr so. Ja, frische Luft, willkommen zur frischen Luft. Ja, die Tränkendinger stehen ja auch noch. Ich nehme mal. Hast du noch Durst? Du bist voll, ne? Ich bin voll. Ja. Der Milbenangriff blieb aus. Gut. Dann würde ich sagen, locke ich mich hier aus. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch mal gerne ein Abo oder ein Like da. Ansonsten bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.